Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das ist ja ganz gut und schön, dass ich diese Formel habe, aber die ist ja sehr speziell. Die lässt sich ja nur für ganz bestimmte Dinge anwenden. Also sie lässt sich nur anwenden, wenn ich bei 1 anfange, steht ja da unten, 1, erstens, und außerdem lässt sie sich auch nur anwenden, wenn ich tatsächlich die Zahlen von bis addiere. Das stimmt, so wie die Formel jetzt dasteht, stimmt das, aber man kann sich relativ leicht überlegen, wie man solche Summen manipulieren kann. Und das werden wir jetzt mal machen. Das heißt, wenn man bestimmte Summenformeln hat wie diese hier und man ist in der Situation, dass man etwas hat, wo man denkt, das sieht zum Beispiel so fast aus wie die Gaußsche Summenformel, aber nicht ganz so, dann kann man häufig die Summe so manipulieren, dass man sie so hinbekommt. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn Sie zum Beispiel später so einen Ausdruck hier haben, k gleich 10 bis 2539 k, dann könnten Sie sagen, das sieht ja eigentlich fast aus wie die Gaußsche Summenformel, aber ich kann ja die Gaußsche Summenformel nicht anwenden, weil es ja nicht mit 1 anfängt, sondern mit 10. Oder, kleinen Moment, Sie haben sowas hier, dass Sie sagen, das sieht eigentlich aus wie die Gaußsche Summenformel, aber hier steht nicht k, sondern 5 mal k. Wieder sowas, wo man denkt, fast, aber nicht ganz. Für diese beiden Situationen ist es in beiden Fällen relativ einfach, das so hinzubekommen, dass man das dann doch irgendwie retten kann. Wir fangen mal mit dem einfacheren Fall an, mit dem hier. Und ich schreibe Ihnen mal was hin, wo ich nicht so viel schreiben muss. Ich nehme mal die Summe von k gleich 1 bis 7, sagen wir mal, von 5k. Wenn ich das hinschreibe, dann steht hier 5 mal 1 plus 5 mal 2 plus 5 mal 3 plus und so weiter plus 5 mal 7. Was sehen Sie da als geübter Schulmathematiker? Ja? Da kann man die 5 ausklammern, ne? Ich hoffe, das haben Sie alle gesehen. Das heißt, hier steht 5 mal 1 plus 2 plus 3 plus bis 7. Und wenn ich das jetzt wieder in der Summenschreibweise schreibe, dann steht hier 5 mal k gleich 1 bis 7k. Und auf dieses Ding kann ich jetzt ja die Gaußsche Summenformel anwenden. Das heißt, eine Sache, die ich mir ganz allgemein merken kann, die immer funktioniert, wenn ich irgendeine Summe habe, k gleich a bis b, und hier steht irgendein fester Faktor, nennen wir ihn mal Lambda, und dann irgendein Wert, der von k abhängt, dann kann ich diesen Faktor immer rausziehen, den kann ich ausklammern. Also dafür könnte ich immer schreiben Lambda mal diese Summe. Das klappt nicht nur wie eben, sondern ganz grundsätzlich, weil das Einzige, was ich dafür tun muss, das ganz normale, billige Ausklammern aus der Schule ist. Die einzige Sache, wo Sie aufpassen müssen, ist, das, was Sie da ausklammern, oben war es die 5, unten habe ich es Lambda genannt, muss ein konstanter Wert sein. Das darf nicht ein Wert sein, der sich in jedem Schleifendurchlauf ändert, sondern einer, der immer gleich ist. Zum Beispiel die 5 ist immer gleich, darum darf ich sie aus allen Termen ausklammern. Was Sie nicht machen dürfen, ist, dass Sie irgendwas ausklammern, wo zum Beispiel k drin vorkommt, denn dann ziehen Sie das k auf einmal vor die Schleife und dann hat das k gar keine Bedeutung mehr. Das wäre natürlich bescheuert, das darf man nicht machen. So, und die zweite Sache, die kriegen wir heute auch noch hin, ist die Frage, wie man mit sowas hier umgeht. Das heißt, Sie nehmen sozusagen einfach den Anfang weg. Also das Problem, was Sie hier haben, ist, ich nehme mal ein Beispiel, wo nicht so große Zahlen vorkommen. Sie haben irgendwas, was zum Beispiel an der falschen Stelle anfängt. Also Sie hätten sowas wie, nehmen wir mal das Beispiel, was Sie eben hatten, von 10 bis 100, aber die Gaußsche Summenformel geht ja nur von 1 bis 100. Das heißt, hier haben Sie jetzt eigentlich stehen 10 plus, 11 plus und so weiter bis 100. Und Sie hätten aber gerne, dass hier steht 1 plus, 2 plus, 3 plus und so weiter plus 9 plus 10 plus und so weiter plus 100, weil Sie nämlich für diesen Ausdruck, der da jetzt steht, eine Formel haben. Aber wenn Sie das so hinschreiben, dann stimmt das ja nicht mehr, weil Sie ja diesen Teil dazugeschummelt haben. Und damit das wieder stimmt, müssen Sie diesen dazugeschummelten Teil wieder abziehen. Das heißt, Sie ziehen das ab und zählen es dazu, sodass sich das gegenseitig aufhebt. Der Witz ist, dass Sie jetzt beide Terme, den hier und den hier, mit der Gaußschen Summenformel ausrechnen können. Also was wir hier jetzt eigentlich gemacht haben ist, wir haben auf der rechten Seite geschrieben, die Summe von k gleich 1 bis 100 über k. Dafür haben wir eine Formel, das können wir ausrechnen.
Und auf der linken Seite haben wir sozusagen als Korrekturterm geschrieben, die Summe von k gleich 1 bis 9 von k. Da können wir auch die Gaußsche Summenformel anwenden. Und dann ergibt sich insgesamt minus, dies ist 9 mal 10 halbe plus und dies ist 100 mal 101 halbe. Dann können Sie in beiden Fällen die Formel anwenden, die Sie haben. Also die Moral von der Geschichte ist eigentlich, dass wenn Sie etwas kompliziertere Summen haben, wie die beiden, die ich hier eingekreist habe, dass es dann trotzdem häufig möglich ist, durch einfache Manipulation dieser Summen, das hinzubekommen, was man eigentlich haben möchte. Das werden wir in der nächsten Stunde noch weiter verfolgen. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass Sie lernen müssen, diese Summen zu lesen. Denn das, was wir eben gemacht haben, ist ganz, ganz simple Schulmathematik. Also, dass man so einen Faktor ausklammern darf oder dass man eine Summe auseinanderziehen darf, das wissen Sie seit Ewigkeiten. Sie müssen das eigentlich nur im Kopf in Verbindung bringen mit solchen Dingen wie diesem Summenzeichen, falls Sie die zum ersten Mal gesehen haben. Die tauchen nämlich ziemlich häufig in irgendwelchen Fachbüchern auf.